bla 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 bla. Wenn das einmal ausgeht während der Aufnahme, dann töte ich dieses Teil. Das geht sicher aus. Mhm. Alle 3D-Versionen des Films erscheinen am 12. September. Deswegen Das steht da nicht an. Das steht echt? Komisch, dass ich das nicht geschrieben habe. Sony hat eben etwas Neues angekündigt, das den Fans das Wund im Massa. Ja klar, fein, super. Fede Alvarez selbst dürfte über diese... Er hat einen Fan auf Twitter... exklusive Eventberichte, Interviews und so weiter, Keine Sorge, ich fange damit jetzt nicht so an, um euch mitzuteilen, dass ich Du hast mir mein Mikro gesagt. Das geht schon. Wenn ihr auf dem Weekend of Horror seid, würden wir uns wahnsinnig freuen, wenn ihr uns auf dem Stand besuchen kommt. Denn hoffentlich, ich weiß, ich töte dieses Drecksding. In Zukunft bekommt ihr wöchentlich von mir und meinen Kollegen das Wichtigste als News, Update sowie neue Interviews und Eventberichte. Und du schaust mich so deppert an, dass ich nicht gescheit reden kann. Hallo und her... Nein, jetzt habe ich... Hast du es gehört? Ja. Ups. Das ist keine gute Idee. Für Sammler gibt's neue Informationen zu den Steelbooks, zu Dass Fede Alvarez und sein Co-Autor Saya Guez nicht mehr bei Evil Dead 2 war gut, bevor er mir versprochen hat.